das Blues- und Boogie-Festival veranstaltet. Auf zwei Bühnen traten Künstler aus der ganzen Welt auf und das in sehr beeindruckender Qualität. Das zweite Brunner Boogie und Blues Festival, bereits ein Fixstern am Blueshimmel in Österreich? Ja, wir freuen uns unheimlich. Es ist dieses Jahr eben das zweite Mal und es wird jedes Jahr besser. Wir haben wundervolle Gäste hier, wundervolle Pianistinnen und Pianisten und es ist ein wundervolles Wetter und ja, es hat sich etabliert in Österreich. Ja. Und das Heimat aus ergibt ein wundervolles Ambiente für das zweite Blues- und Boogie-Festival. Und die Stimmung ist ganz, ganz toll. Internationale Stars sind hier auch zu sehen. Wie kommt man zu denen? Das Glück ist, dass ich mal in Paris, mal in Amsterdam auftreten darf oder letztes Jahr in Cincinnati und da trifft man schon mal so den einen oder anderen amerikanischen Pianisten oder Hero. Und wir haben heuer wieder zwei tolle Pianisten aus San Francisco und aus Los Angeles gewinnen können und gestern war ja auch Little Willy Littlefield hier. Also wir haben ein österreichisch-amerikanisches Programm und funktioniert hervorragend.